Hallo und herzlich willkommen zurück. So, da bin ich wieder und mit einem neuen Video heute am Start. Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und ich möchte auch direkt starten. Ich möchte euch heute etwas durch das Programm und meine Agenda führen. Ich möchte nochmal meine Anlagestrategie erläutern. Möchte einen Blick auf mein Depot, meine Watchlist und meine Zielaufteilung meiner Wertpapiere nehmen, also Einzelaktien und auch ETFs. Gehe auf Dividenden ein, auf meine Aktiengewichtung, wie ich sektoral aufgestellt bin und auch meine Länderallokation. Und dann starten wir auch direkt mit dem ersten Punkt. Ich möchte nochmal meine Anlagestrategie, die ich einfach nochmal ja, schriftlich verfasst habe, was mir besonders wichtig ist, dass man grundsätzlich ein Ziel hat, worauf man hinausarbeitet und ja, dass man so ein bisschen auch für sich selber verschriftlicht hat, wie möchte man investieren. Und hier habe ich es nochmal dargestellt. Also, ich habe das ja auch in meinen letzten Videos schon anklingen lassen. Also, ich bilde quasi den Core oder den Hauptkern mit drei ETFs ab, beziehungsweise in Klammern den vierten, aber das erwähne ich gleich nochmal. Mit dem MSCI World, den iShares Core MSCI Emerging Markets und den Small Cap ETF in der Gewichtung von 70, 20, 10. Das heißt jetzt, ja, sagen wir mal, eine Sparrate von 1000 Euro als Beispiel wären 700 Euro in den World, 200 Euro in den Emerging Markets und 100 Euro in den Small Cap ETF. Genau, das soll der Core sein. Die ganzen ETFs sind alle thesaurierend. Das bedeutet, dass wir hier quasi Steuerneutralität haben und keine Dividenden bzw. Ausschüttungen auf meinem Konto landen. Das ist von mir so gewollt und gewünscht. Ich kann die Struktur jederzeit anpassen, was ich sehr gut finde. Das heißt, ich kann, wenn ich sage, okay, ich sehe jetzt aktuell eine Chance in den Emerging Markets, quasi die Sparplanrate auch erhöhen oder entsprechend anpassen, wenn ich negativ dazu gestimmt bin. Ich habe quasi somit keine Doppelungen und bin somit weltweit durch alle Branchen und Länder und Regionen ja, allokiert, was auch ein Thema für das Risikomanagement ist. Also ich reduziere damit immens Risiken. Das habe ich jetzt nicht da stehen, aber ich erwähne es trotzdem, weil das gehört auch zu meiner Anlagestrategie. Und zwar nehme ich, das ist der untere ETF, zusätzlich zu meinen Einzelaktien, auf die ich nachher noch eingehen werde und dazu noch einige Sachen erläutere, nutze ich einen Dividenden-ETF. Dieser ist auch weltweit gestreut, ist jetzt hier, hat den Fokus auf Europa, Amerika und Asien und dieser hat quasi als ja, USP, dass er eine recht hohe Dividendenrendite hat. Ich möchte diesen ETF auch gar nicht so hoch gewichten, weil ich finde, die Qualität der Aktien ist nicht wirklich so top. Wie die Einzelwerte, die ich mir rausgesucht habe, auf die ich gleich eingehe. Aber ich nutze ihn quasi, um meinen Cashflow aufzuwerten und ja, im Grunde genommen hier für regelmäßige Ausschüttungen zu sorgen. Und dann komme ich auch zu meinem Depot, wie ich aktuell aufgestellt bin. Und das ist wahrscheinlich das, was die meisten auch von euch interessieren wird. Wie bin ich aufgestellt? Was habe ich auf der Watchlist? Und was ist die Zielaufteilung? Genau, also hier habe ich quasi die WKNs, die Gattung und den Kurs zuletzt jetzt von Freitag mal aufgeführt. Super spannende Werte, die ich da in meinen Augen habe. Ich kann an der Stelle nur sagen, im Grunde genommen kann ich nicht sagen, ob ich damit den Markt, also quasi den MSCI World oder so, outperformen werde. Ich könnte ja theoretisch auch sagen, okay, die Gelder, die ich in den Einzelwerten habe, wieso nutze ich das noch zusätzlich in Einzelwerten, wenn die doch teilweise in den World auch schon mit drin sind? Das ist mir klar und das ist mir auch bewusst, aber mir macht es Spaß, mich mit den Unternehmen zu beschäftigen und die Quartalsberichte anzugucken und hier auch mit Sparplänen und Einmalkäufen in die Unternehmen zu investieren. Was mir hier besonders wichtig ist, weil ich ja im Core die thesaurierenden ETFs bespare, dass ich hier einen Fokus auf Dividendenwerte lege, auch mit einem Wachstumscase. Hierzu nutze ich immer sehr gerne den Aktienfinder, den packe ich euch auch gleich nochmal unten unter das Video, könnt ihr euch gerne mal angucken. Ist ein super Tool, um gerade Dividendenaktien zu bewerten aufgrund der ja, Beständigkeit der Dividende und der Historie. Und zwar
Habe ich hier die aktuelle Dividende in Euro und auch die Dividendenrendite entsprechend mal aufgeführt. Wie ihr seht, ist hier ein Mix aus ja, hohen Dividendenrenditen, die natürlich auch, wie jetzt hier zum Beispiel im ersten Beispiel, British American Tobacco, was ja im Tabakbereich angesiedelt ist, ja, Risiken auch mitbringt, Regulierung, es wird weniger geraucht etc., um jetzt mal ein Beispiel hier zu nennen. Aber trotzdem finde ich, es ist eine solide Aktie. Die man natürlich auch mit einem gewissen mit einer gewissen Risikoneigung nur ins Depot nehmen sollte. So, darüber hinaus bin ich eigentlich durch die großen Marktführer, sei es jetzt hier BlackRock im Finanzbereich, Microsoft in der IT, Allianz als meine ja, Lieblingsaktie, aber keine Anlageberatung, hier an der Stelle auch nochmal erwähnt. Also bin ich wirklich sehr gut aufgestellt in meinen Augen. Gerade der Bereich Biotech mit App wie oder auch Amgen, die ich da unten aufgeführt habe, sind einfach in meinen Augen super Unternehmen mit einer guten Pipeline, mit gutem Wachstumspotenzial. Novo Nordisk auch mit dem Thema Diabetes. Also da wird auf jeden Fall auch viel Wachstum noch generiert. Klar habe ich auch ein paar Zykliker drin, wo sich die Geister natürlich auch scheiden, wie zum Beispiel eine BASF. Das ist natürlich auch sowas. Wenn man sich den Kurs anguckt, ist das natürlich eine Katastrophe. Aber ich finde, wenn man da eine gewisse Risikoneigung hat, kann man die auf jeden Fall auch mit ins Depot nehmen, denn die Ausschüttungsrendite und Dividendenrendite mit hier rund 7,5% oder fast 8% ist schon enorm. Unten habe ich dann nochmal die ETFs von mir aufgeführt, die anfangs genannten. Aktuell habe ich noch in, ja, auf Hold quasi einen Europa-ETF, weil dieser, also das ist quasi der dritte von unten, der Stoxx Europe 600, also die 600 größten Unternehmen in Europa, habe ich drin einfach als Ausgleich, da da Europa etwas untergewichtet ist in dem MSCI World und ich diese Schwäche quasi damit nochmal ausgleiche und auch hier nochmal für Diversifizierung sorge. Diese habe ich aktuell aber nicht in der Besparung. Das bedeutet, ich habe quasi das Geld, was da als Sparplan lief, jetzt umgeswitcht aktuell in Texas Instruments. Das findet ihr so ziemlich mittig. Die sind im Halbleiterbereich angesiedelt. Und auch mit einer sehr guten Dividendenrendite von rund 3,5% aktuell finde ich, dass das ein gutes Invest ist, gerade wenn man langfristig denkt. Und ja, habe noch einen kleinen Sparplan auf den FTSE Developed Asia Pacific ex-Japan. Also das sind quasi Länder hier wie Singapur, Hongkong, Australien, die auch nochmal damit abgedeckt werden. Also im Grunde genommen bin ich super zufrieden, wenn ihr Fragen zu den Einzelwerten habt. Dann könnt ihr die auch gerne stellen. Hier haben wir die Gewichtung meiner ETFs mal, wie das nochmal aussieht, grafisch. Ich habe rechts in dem Bild mal aufgeführt, wann die ausschütten. Für den einen oder anderen ist das vielleicht auch interessant. Ansonsten habe ich mal aufgedröselt, welche sind Industriestaaten und welche sind Schwellenländer und dann halt natürlich die Ertragsverwendung, sind die thesaurierend oder ausschüttend. Kann man ja links oben in dem Bild ganz gut sehen. Also ist da ein ganz guter Mix. Jetzt zu den unteren Grafiken, das ist ja so, es sind insgesamt 6 ETFs. Daher ist das quasi, wenn man ganz links unten guckt, bei den Thesaurierern 50%, weil halt einfach 3 davon thesaurierend sind und der Rest halt ausschütten. Deswegen ist da 50-50 und dann macht halt der World 35% aus, die Emerging Markets 10, die Small Caps halt 5 und bei den Ausschüttern ist der Stoxx Europe aufgrund dessen, weil ich ihn aktuell nicht bespare, auf 0% gesetzt, der Developed Asia Pacific 17% und der Global Select Dividend bei 33%. So, ja gut, wenn man das Ganze dann nochmal gemeinsam betrachtet, also die Thesaurierer und Ausschütter, dann macht der iShares Core MSCI World 61% aus, die Emerging Markets 17%. Also da sieht man quasi die 70-20-10-Verteilung ungefähr von der Sparplanrate, die ich aktuell habe. Genau, und auf der rechten Seite hat man nochmal die Industriestaaten aufgeführt mit 78%, wie die Verteilung da ist, und 22% gehen in die Schwellenländer. Gut, hier habe ich das Gleiche, hier habe ich nochmal aufgedröselt, wie zum Beispiel hier unten rechts meine Sparplanrate generell. Also, ich möchte jetzt keinen Eurobetrag nennen, aber das ist ja auch gar nicht relevant. Es geht darum, wie
verteile ich mein Geld, was ich monatlich spare, und wie, in welche Assetklassen geht es. Geht hier zum Beispiel der Kern oder das meiste in Einzelaktien, einfach aus dem Grund, wie gesagt, dass es mir halt Spaß macht, mich damit zu beschäftigen. Und deswegen möchte ich auch das meiste daran investieren. Das sind hier fast ein bisschen über 50%. Ich baue aktuell noch eine Cash-Reserve auf, die macht 21% aus als Sparplanrate sozusagen. Von dem, was ich monatlich zurücklege, sind das 21%. Und ansonsten geht es in den MSCI World, den Small Cap ETF. Gut, der hat jetzt nur eine kleine, dem Speicher nicht mit so einem hohen Betrag. Deswegen macht er hier auch nur 2% aus. Also in meinen Augen auch hier gute Diversifizierung. Die Rücklage auf das Tagesgeld, die wird aktuell bei Trade Republic geparkt, zu 4%. Das heißt, ich kriege da auch immer recht gut Zinsen, die da anfallen. Und das nutze ich zu gegebener Zeit dann auch, um Marktschwächen auszunutzen und auch dann günstig Einzelaktien nachzukaufen. Aber ansonsten laufen die Sparpläne einfach bis zu einem gewissen Punkt weiter. Genau, hier sieht man mal so einen kleinen Blick, so einen Ausblick auf meine Dividenden der Einzelwerte. Das ist jetzt für den Monat November. Das sind hier fast 175 Euro, die hier mir zufließen. Die British American Tobacco, die fließt mir jetzt am Montag zu. Ist das auf meinem Konto? Also man sieht, wenn man den Fokus auf Dividenden legt, da kommt schon einiges bei rum. Gut, das ist eine Bruttodividende, das heißt, da mein Freibetrag ist schon ausgeschöpft. Da werden dann noch Steuern fällig. Aber trotzdem, je mehr man immer weiter investiert, desto höher werden die Beträge. Und das lässt sich auf jeden Fall sehen. Und damit kann man auch schon einiges, ja, was so im Monat anfällt, an Fixkosten decken, was ich sehr nett finde und was auch mein Ziel ist. Hier haben wir nochmal einen sehr spannenden Blick auf meine Aktiengewichtungen im Depot. Ich habe noch ein paar, da muss ich auch ein bisschen drauf eingehen, ein paar, ich sag mal, Altlasten, Altfälle aus meiner, ja, Historie heraus, die ich tendenziell auch umschichten will und möchte. Also hier wird sich noch einiges tun von den Gewichtungen. Also ich habe zum Beispiel hier den Lupus Alpha Smaller German Champions ETF. Das ist ein aktiv gemanagter Fonds, der auch noch, ja, ich sag mal, eine recht hohe Gewichtung ausmacht derzeit. Möchte ich tendenziell verkaufen, will aber noch mal warten, weil ich hier schon recht gute Einstiegskurse habe oder hatte oder habe. Ja. Und ich denke, man sollte halt nicht in Krisen oder in, ich sag mal, schwächeren Marktphasen verkaufen, wenn man doch, wenn der Markt doch irgendwann wieder hochgeht, dann kann ich das Geld verkaufen. Ich bin da jetzt nicht so drauf angewiesen, dass ich das jetzt unbedingt sofort verkaufen müsste und umschichten müsste. Weiter zählt auch dazu der Fondak, der quasi auch aktiv gemanagt ist und den deutschen Aktienmarkt abdeckt. Dann hier noch ein Fonds auf künstliche Intelligenz. Das ist quasi auch iShares Automation und Robotics ist auch nochmal sowas mit KI und künstliche Intelligenz. Also alles teilweise auch doppelt. Und deswegen möchte ich da jetzt die Umschichtung irgendwann auch vornehmen, wenn der Zeitpunkt gegeben ist. Und ich würde euch dann entsprechend natürlich auch informieren, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Und ja, gut, dann habe ich hier noch auf der rechten Seite die BioNTech, die ich auch tendenziell verkaufen möchte, aber auch da bin ich jetzt, dadurch, dass Corona vorbei ist, ja, wie ihr euch denken könnt, schön im Minus, möchte das aber nicht realisieren, den Verlust, sondern lasse diese Position einfach erstmal liegen, bevor ich sie irgendwann auch verkaufe, wenn da vielleicht noch mal ein Kassenschlager rausgebracht wird und hier das Minus etwas reduziert wird. Ansonsten bin ich super zufrieden. Wie gesagt, die Zielallokation, die wird sich noch verschieben. Es wird sich einiges ändern. Ich will grundsätzlich alle meine Einzelwerte, die ich am Anfang aufgeführt hatte, auf rund 5% bringen, 5% von meinem Portfolio. Und sollte ich eine Position auf dem gewünschten Niveau erreicht haben, das mache ich ja über die Sparpläne, dann würde ich entsprechend den Sparplan quasi einfach umswitchen in einen anderen Wert, der noch nicht diese Schwelle von 5% erreicht hat. Und das ist so meine Strategie. Und sollte ich dann diese 5% bei allen Einzelaktien erreicht haben, dann würde ich entsprechend einfach das Ganze umswitchen wieder in andere Werte. Also ist das in meinen Augen eine gute
Vorgehensweise. Wie gesagt, ob es richtig ist oder nicht oder sein wird, das wird die Zukunft zeigen, aber ich fühle mich damit wohl und das ist auch so ein Thema, wo sich jeder mit befassen sollte, dass man ruhig schlafen kann und dass man, ja, man muss auch schauen, hat man die Zeit, sich mit den Unternehmen zu beschäftigen, hat man vor allem das Know-how dafür, worauf muss man achten, gerade als Einsteiger, das habe ich ja auch in meinem letzten Video erklärt, sollte man in meinen Augen dringend erstmal breit diversifiziert mit ETFs starten, einfach um hier nichts groß falsch zu machen, um sich in die Materie so ein bisschen reinzuleben, zu gucken, wie funktioniert das, was passiert da mit meinen Sparplänen und so weiter und so fort. Hier nochmal die Sektorverteilung, wie ich aufgestellt bin. Rund 20% sind hier Informations- und Technologie. Gesundheitswesen ist recht hoch. Die Finanzdienstleistungen mit BlackRock, Allianz sind natürlich hier auch die Schwergewichte, die natürlich auch ein hohes Gewicht ausmachen. Also, ihr seht ja auch nochmal eine schöne, breite Streuung durch alle sektoralen Ebenen. Wie gesagt, auch das wird sich dann verschieben, wenn ich die Verkäufe der aktiv gemanagten Fonds vorgenommen habe, aber Stand jetzt ist das die Verteilung. Und nochmal, aktuell rund 55% sind in Einzelaktien, rund 30%, 32% sind in ETFs und dann haben wir noch diese 11% in aktiv gemanagten Fonds, die halt dann in Aktien bzw. ETFs umgeschichtet werden. Auch hier nochmal, sieht man auch nochmal, das kommt jetzt durch, möchte ich auch gar nicht auf alles eingehen, aber nur auf die großen Positionen sage ich mal, dass man durch alle Länder hier gestreut ist und das bin ich ja. Das resultiert aus dem MSCI World, weil der ja schon viele Länder abdeckt, aber auch durch die Einzelwerte, die natürlich auch irgendeinem Land zugeordnet sind und dadurch ergeben sich halt diese Gewichtung hier und jetzt bin ich hier mit rund 47% in den USA, habe halt noch einen hohen Fokus auf Deutschland. Wie gesagt, das wird sich ändern, soll sich auch ändern, weil ich nicht mehr so von Deutschland überzeugt bin, aufgrund von der Politik unter anderem auch. Und man muss aber dazu sagen, die deutschen Unternehmen sind ja auch im Ausland tätig. Die sind halt nur ja, vom Standort her in Deutschland. Genau, das hier gibt es natürlich auch noch viele kleinere Gewichtungen, die jetzt gar nicht so ins Gewicht fallen. Deswegen will ich auch gar nicht auf alles eingehen. Und das soll quasi meine Zielallokation von meinem Gesamtdepot sein, was ich möchte tendenziell. Und das kann ich auch tracken über meinen Broker. Rund 50% in Nordamerika investiert haben, 17% oder 18% in Europa, 13% in den Emerging Markets. Dann will ich Japan noch mit drin haben und Pazifik. Das ist dieser kleine ETF Asia-Pazifik, den ich habe. Das ist quasi das Ziel, wohin ich mich bewegen möchte. Das wird noch eine Menge Arbeit sein, aber ich bin optimistisch, dass ich das in den nächsten Wochen und Monaten hinbekomme. Ich beschäftige mich natürlich auch viel damit und ja, das ist sozusagen hier das Global Portfolio One von Dr. Andreas Beck, der das quasi managt, dieses Global Portfolio One. Der ist Mathematiker und dem vertraue ich auch extrem, was sein Know-how betrifft und deswegen möchte ich mein Depot an seine Gewichtung des GPOs hier andocken und nehme das quasi als Zielallokation. Genau. Ja, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich pinne euch nochmal den Aktienfinder unten dran, den ich auch sehr viel und häufig nutze. Ich würde jetzt regelmäßig hier auch Updates über mein Depot geben, wie sich es entwickelt hat. Schreibt gerne nochmal unter die Kommentare, wie es euch gefallen hat, was euch vielleicht noch fehlt, was ich ergänzen soll. Wie gesagt, das war jetzt das Format, was ich mir so ausgedacht habe. Wenn euch was fehlt, auch von der Erläuterung her oder so, dann schreibt es gerne rein. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Sonntag. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, um keine ja, Updates, News und ja, Videos von meinem Kanal zu verpassen. Ich bin dann raus. Wir sehen uns. Bis dann. Euer David.